Er dachte, es wäre nur Dreck, Freunde. Guckt euch dieses Bild an, ja? Es sieht aus wie Dreck, oder? Ah, es sind einfach Hunde, Freunde. Guckt mal genau hin. Es sind einfach Hundewelpen. Vollgemotterte Hundewelpen. Was zum Teufel? Willkommen zum heutigen Video mit krassen Clips, ja? Die euch zum Wow sagen, zum Weggucken, Freunde. Keine Reaktion zeigen. Let's go. Gentlemen, what we have here okay, is probably one of the oh mein Gott, die kann mit ihrer Saba eine riesige Blase machen. So groß kann ich das nicht. Ich versuche das kurz. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. So ein bisschen, kommt drauf an, dafür muss ich auch Saba haben, ich habe gerade zu wenig Saba. Oh mein Gott. Igitt, was hat die? Okay, die muss ganz schön eine Klebesaba haben. Okay, ist das eine Hufe von einem Pferd? Oder von einem Tier? Ich glaube, das ist eine Hufe. Und da sind einfach Würmchen drin. Was machen diese Würmchen da? Die sollen da nicht sein. Igitt, Kotz und Bäh. Menschlich gesehen. Igitt, Kotz und Bäh. Freunde, keine Reaktion zeigen. Weiter geht's. Hier, was hat sie? Sie hat eine Bierflasche da. Right here. Press it up tight. Ja, genau. Genau, natürlich ist das ein Flaschenöffner. Was ist das denn sonst in der Türöffnung? Da, ja, da ist natürlich auch der perfekte Punkt für einen Flaschenöffner. Ja, das ist nicht für die Tür als Schloss da. Nein, das ist ein Flaschenöffner. If you've ever okay, haben wir die Braut. Die wird einfach mit dem Bagger gefahren. Okay, so wird auf jeden Fall das Brautkleid nicht dreckig, ja? Das ist auf jeden Fall eine gute Methode, um das Kleid sauber zu halten, ja? Ready? Okay, hier haben wir ein Sexy Maxi. Ein Sexy Maxi Luftballon. I just found it. Oh, das war einfach der Auspuff? Was? Was? Doubt that I could do this. Hä? Wie macht ihr das? This oh mein Gott, das sah cool aus. Krass. This is how they celebrate okay, catching a fish. Hä, macht man das nicht eigentlich? Macht man das über den Fisch? Macht man das überhaupt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, er hat nicht erwartet, dass es über ihn kommt, ja? Was haben wir hier? Ein Froggo? Oh, ein Froggo, der oben da festhängt. Oh, ein slimy Froggo. Freunde, es gibt doch eine Phobie gegen Frösche. Hat das jemand von euch, Freunde? Ist da draußen jemand von euch, der eine Phobie gegen Frösche hat? Der findet dieses Video sicherlich nicht. Ich finde den Froggo sehr, sehr süß. Okay, das ist eine kleine Blase. Ich frage mich nur einmal eine Frage. Wie kann man es so weit kommen lassen? Ja, wenn ich so eine Blase am Daumen hätte, ich hätte sie schon viel, viel früher mal aufgeplatzt. Wie kann man es so weit kommen lassen? Igitt! Oh mein Gott, nein. Ha, was sind das? Das sind Bandwürmer, ne? Oder Würmer, oder... Igitt, wie kann er da reinfassen? How many backflips do you think I can do in a row? Okay, der Typ hat auf jeden Fall keinen Unterkörper mehr. Hä? Okay, krass. Der hat auf jeden Fall kranke Oberarme, das muss man sagen, aber er geht halt den ganzen Tag auf seinen Arm. Das trainiert natürlich auch seine Arme extrem. Der Bre muss auf jeden Fall nicht ins Fitnessstudio gehen. Oh mein Gott, diese Affen, die sind so dreist. Die klauen einfach. Ich war auch in Indonesien in einem Affenpark. Oder im Affenwald. Monkey Forest. Und die sind so dreist. Die klauen einfach alles. Die haben richtig Bock zu klauen. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir so ein paar was. S plus. M. Okay. In 2022. Aber warum macht man das jetzt in der Wasserblase? Was sollte das jetzt? Ich glaube, das ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe jetzt den Sinn dahinter nicht gesehen. Found, but it turned out to be half woman. Hä? Was ist das für ein... Okay, das ist... Was ist das? Das ist irgendwie... Das ist ein Kunst... Also, es ist in einem Museum, oder? Das ist ein Kunststück. Also, halb Pferd, halb Frau. Es sah auf jeden Fall verdammt realistisch aus. Also, das Pferd auf jeden Fall. Frau ging so. Okay, was... Was war das? Apple Maps? Der Bre läuft... Ach so, das ist Apple... Was, das gibt's jetzt auch von Apple? Das ist Apple-Karten. Der Bre läuft einfach durch die Stadt und fotografiert für... Ja, für Street View. Für Apple Street View fotografiert er die Innenstadt. Krass. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir eine Art Höhle, die überwässert ist. Einfach... Nee, ist das Wasser? Na, doch, das ist Wasser. Wie krass ist das denn hier unten? Warum bewegt sich das nicht? Okay, weil das Wasser komplett still ist, da ist halt null Bewegung. Weil da unten ja auch kein Wind ist, keine Tiere, nichts. Ja, deswegen ist das so still, das Wasser sah auf jeden Fall sehr cool aus. It's too small. Oh mein... Ist das ein echtes Auge? Oh... Nee, oder? Oh, Doggo enjoyed sein Life, ja. Der Bre genießt komplett sein Leben, ja. Easy road. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir einen Ast. It's a long road. You got a lot of people that want to be a doctor. Da ist einfach ein Tier drauf.
Einfach so ein Chamäleon. Junge, können die sich gut anpassen. Ey, das habe ich ganz spät erst gesehen. Also es war wirklich Real Talk. Ich habe das wirklich erst nach ein paar Sekunden gesehen, ja. Imagine not being able to control your double chin. Imagine you couldn't control your double chin. That is impressive. Ja, aber das kann doch jeder. Guck mal, so ist hässlich. Und so kann man das anspannen. Also, das kann doch jeder, oder? Den kann man das Doppelkinn ein bisschen verstecken, beziehungsweise kommt die Jawline mehr raus, ja? Oh mein Gott. Oh, das ist sehr mutig, Freunde. Das ist sehr mutig. Also, ob ich mich das trauen würde, wirklich meine Hand in ein Maul von einem Wasserpferd? Hä? Flusspferd. Ja, von einem Flusspferd zu stecken, weiß ich nicht. Die wirklich, also die gefährlichsten Tiere, die es gibt, ja, die aggressivsten Tiere. Also, Freunde, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das würde ich mich definitiv nicht trauen. Here we have a brand new turtle and it's so young, you can see it. Hier mal ein Baby, was war das, ein Salamander oder so? Man hat das Herz klopfen gesehen. Okay, dieser Pilz ist zu 100% giftig, ja? Bunte Pilze, Freunde. Trick 17 kann man sich immer als kleine Eselsbrücke merken. Ja, sind meistens giftig, ja? Oh, der Doggo, dem fehlt auch die hintere Hälfte, aber der kann trotzdem sehr gut gehen. Krass. Aber Pilze würde ich mich niemals trauen, im Wald zu essen, weil ich wüsste immer nicht, ich hätte Angst, dass die giftig sind, ja. If it's good enough for a chicken, okay, it's good enough for me. Mealworms and cheese. Ich habe gerade gedacht, lecker essen und dann so Käse darüber lecker, aber doch nicht mit Mehlwürmern. Wow. If you thought mermaids didn't exist, okay, haben wir eine Meerjungfrau. Okay, das Kostüm sieht wirklich sehr cool aus. Oder so ist eine echte Meerjungfrau? Nein. Okay, das ist irgendwie ja für Zigaretten oder sowas. Sind das Duftkugeln oder irgendwas? Für was ist das? Okay, was haben wir hier? Hat die Schildkröte gerade einfach den Wurm durchtrennt? Never mind. Das ist doch so eine Schnappschildkröte, weil die haben ja so ein extrem, die können ja extrem kräftig zubeißen, ja? Der hat einfach mit einem kleinen Bissen gerade einfach mal den kompletten Regenwurm in zwei Stücke zerlegt. Wow! Die haben auf jeden Fall sehr viel Power. Okay, das sieht ein bisschen eklig aus. Aber Freunde, das ist eine Wurst, die einfach in einem Darm, ja? Ja, wüsste, wir sind aus einem Darm, ja? Das muss man sich auch mal eigentlich vorstellen, eigentlich voll eklig. Ist das die getrocknete Farbe, die man einfach dann als Sack benutzen kann für die flüssige Farbe? Was? Oh mein Gott. Das war das. Keine Ahnung. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein, aua. This is what cars are gonna look like. Okay, das sieht cool aus. Das ist natürlich animiert. Aber das sah aus wie so zwei riesige Mercedes-Christbaumkugeln, die durch die Stadt rollen. Wow. Krass, wie kann man ein Talent dafür haben, so Wolken zu malen? Ja? Wisst ihr, wie ich eine Wolke malen würde? Mehr kriege ich nicht hin. Und die weiß anmalen. Aber so mit Schattierung und so, Digga. Krass. Wow. Hier so ein bisschen grau. Ja, da muss ja ein Übergang jetzt rein, ja? Und dann weiter. Ja, okay, das ist die Wolke von El Magi, ja? Unglaublich, ja? Unglaublich. Aber ich habe, Kunst war nie meine Stärke. Ich habe, hier ich kann nicht really malen cool und so. Also, das ist nie meine Stärke. Ich habe andere Stärken. Water pressure equals, was? Ball das funktioniert? It's really cool. Hä, wie cool ist das denn? Okay, Freunde, da war ich aber in Physik wieder Kreide holen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, was haben wir hier? Wasser und da wird irgend so ein Salz oder... Oh mein Gott, ist das Kunstschnee? Okay, es ist eine Wasserflasche mit einer Socke. Oh mein Gott. Und dann kann man einfach auf Asphalt damit malen, ja? Das ist Graffiti für Arme, ja? Einfach eine Wasserflasche und eine Socke. Und es ist nach 5 Minuten wieder weg. Was ist das denn? Oh mein Gott, das würde ich gerne mal anfassen. Okay, das ist sehr satisfying. Hoffe einfach mal, dass die Fenster wasserdicht sind. Ansonsten hat die Omi auf jeden Fall ein Problem. Okay, woher weiß ich, dass deine Omi wohnt? Keine Ahnung. Habe ich jetzt an den Gardinen irgendwie erschlossen. Grüße gehen raus an die Magangster, an das Kanalmitglied Inka Prochno, an Madeleine Jessica und an Emily Fan von El Magi. Yeah! Ich grüße dich, Emily. Ja, wenn du nächstes Video auch grüßen willst, schreib einfach einen lieben Kommentar und mit etwas Glück bist du im nächsten Video auch dabei.
Oh, das könnte ich mir den ganzen Tag angucken, wie die Sachen sauber gemacht werden. Das ist so satisfying. Aber wie leicht geht der Schmutz auch runter? Das muss ein sehr, sehr cooler Hochdruckreiniger sein. Okay, das sind... Oh mein Gott, das sind die fleischfressenden Pflanzen. So, die Fliege liegt in der Pflanze drinne, zack, zu. Und jetzt wird die langsam verdorrt. Oh mein Gott, ey, bitte, lieber Gott, ist das nicht die Haut, sondern irgendwas. Was ist das? Wachs oder irgendwas? Ja, ja, die hat hier, arbeitet hier mit irgendwelchen, das ist irgendein, keine Ahnung, was fest geworden ist, ja, wo die Hand drinne war, fest geworden, aber das ist keine Haut, glaube ich. Oh nein, dieses Pferd ist wirklich sehr krank, ich weiß nicht, was das ist. War das ein großer Tumor gerade oder sowas? Here we have a das arme Pferd. Trying to take a shower in the sink. Oh, der kleine Bre holt sich ein kleines... Der holt sich einen kleinen Duschgang, holt er sich ab. Im Waschbecken. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Und wie hübsch sieht er aus mit dem grünen Gefieder? Sehr, sehr, sehr süßes Tier. Oh mein Gott. Ja, der kleine Bre wollte sich nur mal ein bisschen abduschen. Okay, was haben wir hier? Ein uralter Stecker. War... Wieso macht man den noch sauber? Kauf einfach einen neuen oder lass den dreckig. Wen juckt? Super. Ja, ist ein bisschen satisfying, aber irgendwie auch unnötig. Okay, hier haben wir Art. Oh, ne. Oh! Oh nein! Wie laut der Adler einfach kreischt und dann kommt zurück von dem Kleinen hier. Das ist herzzerreißend. Oh mein Gott, aber die. Okay, die mögen sich anscheinend nicht so richtig, habe ich das Gefühl. A person cleaning out a horseshoe after a long time of using it. Oh mein Gott. Oh mein Gott, diese Videos sind auch so satisfying, wie diese Hufen sauber gemacht werden. Weil sich da immer so extrem viel Dreck ansammelt. Aber die werden jetzt... Oh mein Gott, jetzt werden die... Das ist wie die Fußnägel, ne? Jetzt wird das geschnitten. Aber dann wird es nach einer Stunde, ist es dann ja eh wieder voll dreckig, weil die... Wenn die dann wieder, natürlich durch den Schlamm und durch den Dreck laufen. Ready? Oh, ist das satisfying. Wow. Oh mein Gott. Der macht das auch nicht zum ersten Mal, weil ich hätte da ja Angst, wenn ich das machen würde. El Magi würde ja dem Pferd wehtun. Ich würde irgendwie das Fleisch schneiden. Keine Ahnung. Oh mein Gott, das könnte ich den ganzen Tag angucken, Freunde. Oder geht's euch auch so, Freunde? Findet ihr auch diese Hufeisen-Videos so satisfying? Okay, jetzt wird das hier abgeklippt. Wie gesagt, das ist wie der Nagel, deswegen muss das regelmäßig gemacht werden, weil das beim Pferd wächst wieder wie die Zehennägel und die Fingernägel bei Menschen. Oh mein Gott, das ist so satisfying. Machen das eigentlich die das Pferd gehört selber oder gibt es da immer jemanden, der so von Stall zu Stall fährt und das bei den Pferden macht? Ich denke mal, ne? Das kann ja nicht jeder. Oh mein Gott, okay, die Folien abmachen beim nagelneuen Auto, auch sehr, sehr schön. Das durfte ich auch bei Mama Maserati, als ich den neu hatte. Das war cool. Oh mein Gott, ist das schön. Aber den verstehe ich nicht, diesen Kleber unter dem Türgriff. Das kann ja nicht mal als Siegel verwendet werden, dass man... Aber warum ist der da? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht so ganz. Der ist schön, der ist krass. Oh mein Gott, und darunter ist das alles so richtig sauber und glatt, ja. Okay, es handelt sich um einen Volkswagen, meine lieben Freunde. Um einen Volkswagen. Oh, ein Mini E-Piano. This dude just loves putting gel in his hair. Okay, der packt einfach Jelly in seine Haare. Warum? Okay, weil es sich das cool anfühlt oder was, aber warum? Oh mein Gott. Was ein Fahrrad, krank. Aber wenn man sich damit abpackt, der fliegt ja zwangsläufig komplett runter. Ja, das kann man ja gar nicht ohne einen fetten Sturz schaffen. Wie kommt der da generell runter? Keine Ahnung. Oh mein, zieht... Okay, das ist mein Gebiss, Freunde. Okay, nee, das sind... Ah... Oh, das waren Veneers oder wie die heißen, aber wie die Zähne darunter aussahen. Ah, ich glaube, die waren nicht ganz dicht und dann sind die Bakterien da einfach drunter gegangen. Wenn ihr solche künstlichen Zähne macht, Veneers, dann macht das bitte bei einem guten Arzt. Warum hat er sein Auto angemalt? Ich glaube, eigentlich sollte man das sprayen. Das ist nicht die richtige Variante gewesen, wie man sein Auto überlackiert. Okay, was hat der? Entweder hat er sich die Hand gebrochen oder der hat irgendwie ein Tier unter der Haut? Ich weiß es nicht.
Okay, wir haben hier einen kleinen Parrot. Der kleine Parrot weiß genau, was zu tun ist. Münze in die Dose, der Ring über dieses Teil und Plastik gehört in die kleine Tonne. What a tattoo looks like up close. This der kleine Parrot wusste auf jeden Fall, was abgeht. Painful. Okay, hier sehen wir eine Tätowierung wirklich aus nächster Perspektive. Boah, ein bisschen cool dazu zu schauen, aber irgendwie ekelt mich das auch ein bisschen an, wie das halt unter die Farbe, unter die Haut gestochen wird. Okay, was macht der? Okay, der macht blaue. Oh mein Gott, der macht so richtig geile Farbe. Wie in so einem Universum sah das aus. Hey, I just need you to see this. Look at it. Okay, krasses Auto, ja. Yeah, that's beautiful. Einfach right ein pinker here. Jeep. Wow. Okay, was kann der bringen? Okay, der kann auf jeden Fall bowlen. Ja, krasser Strike. Heftig, wie viel Drill da drin war, ja. Wie das wirklich nach rechts außen ging und dann in die Mitte zog. Okay, you know it was a rough day when you have to use your passenger as a counterweight. I broke my tire. Nein! My tire is broken. Die haben da, stellt sich jemand ganz hinten links dahin, damit das Gewicht da ist. Look at my tire. Damit man mit drei Rädern fahren kann. Okay, das ist cool. Okay, der Bree hat auf jeden Fall sehr, sehr lange Augenbrauen. Die werden ihm jetzt mal kurzerhand getrimmt. Okay, das sind zwei verschiedene Menschen, hoffe ich. Ja, das sind zwei verschiedene. Warum? Was machst du denn? Der kleine Brie springt einfach rein. Der hat sich gedacht, der will eine Runde baden. Oder der hat gedacht, das wäre Gras. Der hat einfach gedacht, das wäre bestimmt Gras, weil das grün war. Der wusste nicht, dass das Wasser ist. Do things that make your family and friends worried about you. It's where I have found the greatest success. Okay, sie ist Angebote, glaube ich. Und sie trägt einen Helm. Wichtig ist, einen Helm zu tragen, weil wenn du aus dieser Höhe runterfällst, dann wird der Helm dich auf jeden Fall auch schützen. Ja. Okay. Dem wurden die Haare blondiert. Okay, das ist auch satisfying, wie man das jetzt rauswäscht. Ah! Okay. Alles klar bei dem Bus. Alles einsteigen. Warum war da Wasser im Bus? Wie kommt Wasser in den Bus? Okay, das ist auch eine coole Rutsche. Oh, süß. Der kleine Monkey will natürlich auch ein bisschen Eis. Verdauen die das? Weil das ja Sahne drin ist, drin. Oh, nimm das doch nicht weg. Der kleine Monkey wollte doch nur ein bisschen Eis schlecken. Okay, die Schlange sieht mördermäßig geil aus. Die verändert einfach, abhängig vom Licht, nur ein bisschen die Farbe. Und schimmert ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Okay, das ist sehr krass. Oh mein Gott, das ist die coolste Treppe, die ich je gesehen habe. Die platzsparendste und die coolste Treppe. Bro, that invisible dog is peeing. No, what? Bro is literally walking nothing. Warum tut man das? Was hat er davon, ist die Frage. Okay, das sah cool aus. Aber dann gucken die Leute und denken sich so, okay, ja, um Leute zu pranken wahrscheinlich, ne? Aber was hat er davon? Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es nicht. I found the best way to go camping. You just park up, release these latches, and in less than 60 seconds, you've turned your car into a motorhome. It has a collapsible ladder to climb up with, 3 windows for views, and you can store stuff in the walls. Okay, but the best bit cool. Is the queen-size mattress covering the floor, which... Ich finde Zelte sowieso so gemütlich, da drinnen zu pennen, Leute. Ich irgendwie liebe es, Zelte zu pennen. Außer wenn morgen special. Die Sonne darauf knallt und es so heiß wird, das ist nicht schön. Mapleboro, Instant City. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Okay, der hat was Eigenes auf jeden Fall gefunden. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Okay, das scheint sein Ding zu sein. Ja, dass man das so rauslabert. Ich weiß nicht, wie funktioniert das, okay? Ich glaube, das ist sehr viel Arbeit. Freunde, das war's auf jeden Fall mit krassen Clips. Ja, wie fandet ihr es? War mal wieder sehr viel unterhaltsamer, sehr viel lustiger, aber auch sehr viel ekliger Content dabei. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr noch nicht in der Magen seid. Mein Name ist Elmago. Hier könnt ihr mich auch abonnieren. Hier könnt ihr auch meinen Instagram abonnieren. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Und dann sehen wir uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Danke fürs Anschauen. Haut rein. Ciao, ciao.